So, hallo, ich begrüße euch zu mal wieder einem kleinen Extra-Projekt. Wir haben einen kleinen SMW-Hack bzw. einen SMW-Level vom lieben Sariel, der gleich mal was dazu erzählen kann. Es ist in diesem Fall das Oldschool Level Design Contest Level von mir und Vakana. Und wie Conan schon gleich feststellen wird, ist keine Custom-Musik erlaubt und generell ist fast jedes Feature, was es eigentlich in Lunar Magic gibt, nicht mehr erlaubt. Es geht wirklich rein ums Level Design und um ein bisschen Kreativität. Und ja, von daher bin ich gespannt, wie sich Conan in diesem Level schlagen wird. Nicht mal Custom Music erlauben sie. Das ist natürlich ärgerlich, aber okay. Dann gehen wir mal in den Tower der, in den Turm der Dreiecke. Bin gespannt. Das heißt, es ist jetzt komplett Vanilla. Richtig, also noch mehr Vanilla als der Vanilla-Level Ach, die Design Dreiecke Contest. sind die da. Ah, ich habe mich jetzt schon so auf so geometrische Objekte. Okay. Ja, das da kriege ich keinen in vier Strecken. Naja. Eigentlich nicht. Da bräuchte ich ja zwei Parallel. Da bräuchte ich ja zwei Parallel. Okay, was labere ich schon wieder hier? Bin nur gerade mittendrin am Unterricht vorbereiten gewesen. Und damit wir das aber jetzt hier schnell mal hinbekommen, dachte ich, mach kurz Pause. Bin ich gedanklich nur voll im Vier-Strecken-Satz drin. Quatsch, in der zentrischen Streckung. Der kommt danach. Egal, ich laber Quatsch. So, da oben ist nochmal eine Yoshi-Coin. Da muss ich irgendwann hinkommen. Kann ich hier durch? Wahrscheinlich kann ich da durch. Ich hätte auch da runter gekonnt. Man merkt mal wieder, dass du nicht aufgepasst hast, aber Wahrscheinlich ist ist einfach egal. mehrere. Also hätte ich vorher darunter gemusst? Oh, vielleicht stirbst du ja, dann kannst du es ja nochmal sehen. Ansonsten spielt das Level halt ein zweites Mal. Okay. Ich habe ja die Yoshi-Coin gesehen. Ich habe auch gesehen, dass ich darunter kann. Das habe ich schon gesehen, dass ich darunter hätte gekonnt. Also das war mir bewusst. Ich dachte nur, ich gucke erstmal hier durch. Aber da bin ich, glaube ich, doch noch zu sehr im Gedanken, dass man auch Röhren zurücklaufen kann. Wie das im Mario Maker ja der Fall ist. Ach so. Jetzt kann ich hier ja hoch. Hui. Ach so. Hui. Muss ich die? Nee, da muss ich einfach nur lebend durchkommen. So. Hat. Okay, da wäre. Na gut, im Moment kann ich, muss ich da, also wenn ich, im Moment muss ich die Münzen wegmachen, wenn ich da hochlaufe. Ich meine, ich sehe, dass das ein Weg werden könnte. Aber im Moment muss ich die Münzen wegmachen, weil sonst komme ich da nicht rum. Wo Ah ist ja. eine Alternative, hast du nicht? Okay, komme ich jetzt oben bei der Yoshi-Coin raus? Nein, komme ich nicht. Schade. Irgendwann muss ich wieder. Ach, vielleicht ist das auch von woanders. Cool. Okay, zweite Blume ist mir nicht vergönnt. Aber ein Pilz wird. Ah ja, das ist dann die Reset-Door. Sehr freundlich. Aber einen Pilz wird man bekommen, falls man. Achso, den braucht man hier ja sogar. Ja, falls du klein bist, dass du runterkommst. Und ich brauche das da. Das ist mit der Reset-Door natürlich schon mal sehr nett. Das muss ich irgendwo auf dem Ding wahrscheinlich landen. Ja, okay. Okay. Gut, dass die Türen da sind. Ja, super. Weiß nicht, ob der schießt oder ob der einfach nur. Ne, der ist einfach nur da. Okay. Da ist mein P-Switch. Jetzt müsste ich da zurückkommen zu dem. Ah ja, genau. Jetzt sind die Münzen wieder da. Ich merke schon, ich sollte das Time Limit ausstellen. Bin ich viel zu langsam oder was? Weil wir sind ja noch Oh. nicht mal bei der Hälfte. Du Aber meinst, drei da, Viertel ah, der das sind Zeit Blöcke, sind ja, gleich okay. um. Die habe ich auch versaut, die Yoshi-Coin. Ja, wir ist es ja gerade der Erkundungsabschnitt. Ich muss erstmal hier. Oh, ach so. Man muss das ja eben mindestens zweimal spielen, wenn man die Yoshi-Coins nachher auch noch braucht. Ah ja. Naja, aber gut, innerhalb des Timelines zum Checkpoint kommen ist doch auch schon mal okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Okay. Ach, das sind auch Reset-Dinger. Ah, I see. Ich muss den Kollegen hier
Und dann... Wait, nee. Der muss am Leben... Wahrscheinlich muss der am Leben bleiben für die Yoshi... Ja, der muss für die Yoshi-Con am Leben bleiben. Okay, wir gucken uns mal weiter um. Wir gucken uns mal weiter um. Soweit du in den 68 Sekunden halt kommst. Ja, aber wenn ich sterbe, bin ich ja beim Checkpoint wieder. Von daher passt das. Ah ja. Da ist meine zweite Blume vergönnt. Sehr freundlich. Ja, da ist sie auch wieder weg. Okay. Frage mich, ob ich mit dem irgendwas tun. Naja, wir gehen mal weiter. Stimmt, soll ich mit dem irgendwas tun? Ich bin auch schon auf die Stelle gespannt, wo du gesagt hast, da habe ich mich öfter doof angestellt und die ist auch eingebaut. Was auch immer für eine Stelle das sein wird. So. Okay, das war die Zeit. Jetzt haben wir wieder mehr Zeit. Sehr gut. Dann hole ich mir erstmal einen Pilz. Das hat nicht funktioniert. Ah, habe ich immer 6 Leben oder habe ich mich irgendwie verguckt? Es wird dir kein Leben abgezogen. Ah. Und du hast halt ein Leben durch Münzen oder so dazu gewonnen. Okay, ja gut, also bleibt die Lebenszahl. Muss ich nicht darauf achten. Hä? Ach so, oha, den habe ich vorhin einfach weggemacht. Dafür ist das da. Ja, auf einmal ergibt alles einen Sinn. Ah ja. So sieht's aus. Aber bisher, also spielt sich das Level sehr schön. Wenn ich, meine ich mal kurz ein kleines Gefühlserlebnis beisteuern darf. So, den brauche ich, um dann die an die ranzukommen. Also ich verstehe, wie es geht. Ich hole sie mir jetzt nicht, weil ich die anderen eh nicht habe. Und dann brauche ich den... Nein! Oh no. Oh no! Oh no! Yes. Ach so, wenn ich groß wäre, bräuchte ich das gar nicht. Ich bin ja theoretisch groß hier hochgekommen. Also den Quatsch kann ich mir sparen, wenn ich hier groß bleibe. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Richtig. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Du wirst hier also bestraft, falls du getroffen wurdest, aber es ist nicht unmöglich. Okay, da komme ich nicht rein. Da brauche ich auch wieder... Ja, wo gehe ich jetzt hin? Ich geh mal in die okay, ich gehe nicht in die Röhre. Ah. Ja, was wäre das Level ohne Reset Doors? Solche Rätsel sind aber ganz... Also so Minispiele, könnte man ja fast sagen, sind ganz cool da so eingebaut. Ich muss nur irgendwie jetzt die Shell da... Okay. Nein, nicht gleich in die Mitte. Der kann erstmal hier drüben bleiben. Erstmal hier drüben bleiben. Wenn die dann wechselt, jetzt nämlich, kann ich hier rüber gehen. Jawohl. Sehr schön. Ah, und jetzt kriege ich mein Springboard. Und jetzt kann ich hier hoch. Und bekomme Yoshi Coin. Ja, wait, aber dann muss ich jetzt hier... Ist das jetzt so schwierig? Lass mich... Ich kann das Springboard holen, ich kann das Springboard holen, ich kann das Springboard holen. Ich war gedanklich dabei, irgendwie mit den Dingern da mich hoch zu spin-jumpen, aber ja, ich kann das Springboard einfach holen. Ich kann das, ja. Nein. Eieiei. Okay. Ah, das sieht nach Ende aus. Okay, das heißt jetzt nochmal mit Yoshi-Coins. Sofern du es hinkriegst, ja. Natürlich. Also ich habe die meisten ja theoretisch. Hätte ich jetzt gedacht. Schon eingesetzt. Naja, ich weiß noch nicht, wie man an die erste Credits lese ich nach. Oh, ja.
Also hier kann ich halt runter. Das habe ich. Ach, ich kann hier direkt hochlaufen zu der. Ah. Das habe ich vorhin gar nicht realisiert. Ich habe realisiert, dass ich da runter kann. Aber noch nicht, wie es dann weitergeht. Ja gut, das ist ja dann. Ja, easy. Das war jetzt nicht so schwierig. Easy going. Ach so, das Ding ist ja jetzt aber, die Yoshi Coins werden am Midway Point nicht gespeichert, richtig? Richtig, also streng dich an. Okay, das ist jetzt ungünstig. Das ist etwas ungünstig. Und wieso kann ich hier nochmal runter? Das habe ich noch nicht verstanden. Bring mal an dem blauen Block hier vorbei. Ach so, ja, okay. Das ist wieder der... Der You are an Idiot Block. Wenn man es versaut. Richtig. Gut. Hui. Nochmal. Hui. Und ich mache hier einfach kaputt, weil ich brauche dich eigentlich auch gar nicht. So. Jetzt gehen wir wieder hier durch, gehen hier rein, holen uns den Peace Beach. War da oben jetzt da? Da war bloß das Ding, da war keine Yoshi Coin. Ach nee. Ah, ich muss aber den hier machen. Gut. Ich meinte den hier. Gut, hier habe ich vorhin viel Zeit verloren. Da darf ich einfach nicht dumm sein. Danke. Hallo, eine Yoshi Coin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Die Yoshi Coin, die kommt jetzt gleich. Okay. Ach ja, ich weiß wieder wo. Nein! So wird es nix mit der Yoshi Coin. No! Ja gut, dann kann man jetzt... auch nochmal zurückgehen. Stimmt, ich kann so... Ja, stimmt. Aber ob das mit der Zeit noch drin ist? Wir werden sehen. Aber stimmt, das kann man tun. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich eigentlich neu starten. Wenn ich wirklich mal richtig spiele, so ohne Save-State-mäßig. Aber ja... Theoretisch ist es noch drin. No! Wenn du den Block auch immer drüber wirfst. Ich darf den nicht mit Schwung werfen. Ich muss den einfach loslassen. Oder halt eher werfen. So. Ich fast den Peace Witch vergessen. Okay, also ich muss auf die Plattform erst drauf. Ich darf da nicht ungeduldig sein. Ich meinte natürlich, ich darf da nicht ungeduldig sein. Sie ist weg. Das hast du gut bemerkt. Why? Das werde ich im Nachhinein erörtern. Also muss ich da trotzdem neu starten? Anscheinend ja. War das geplant? Natürlich nicht. Gut. Das heißt, du saßt auch gerade jetzt etwas vor dem Bildschirm und dachtest so, das ist ja nicht so gut. Richtig. Was auch immer hier passiert ist. Sehr schön. Sehr gut, dass wir das spielen vor Release. Ja, dafür sind Tester letztendlich da. Hat sich dein Einsatz doch schon gelohnt. Ja, prima. Freue ich mich. Aber es ist komisch, weil an sich es ist der gleiche Raum, nehme ich an. Ja, gut, ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Das ist doch schon mal was. Weil SMW ja so ein tolles Spiel ist, wurde natürlich mit aller Absicht einprogrammiert, dass wenn Münzen auf der gleichen X-Position liegen und diese eingesammelt werden und man den Raum verlässt und wieder betritt, sämtliche Münzen, die auf der gleichen X-Position liegen, danach verschwunden sind. Das ergibt Sinn. Damit ist die Yoshi-Coin weg. Das heißt, du müsstest die Yoshi-Coin einfach eins nach links setzen, weil dann nicht die Münzen an der Reihe weg sind, die ich einsammle nach oben. Oder du hast jetzt gesagt X? Nee, was hast du für eine Position gesagt? X-Position, also du denkst schon richtig. Ja, genau.
dann ist nur die Frage, inwiefern das für vertikale Level auch gilt. Ich kenne es jetzt nur von horizontalen, aber irgendwie wirkt das. Also notfalls machst du halt die Münzen an der Reihe weg, die beim Hochlaufen da sind. Die sind jetzt ja nicht essentiell wichtig. Ja, ich muss mal ausprobieren, welche Münzen hier oder schuldig sind. Oder du kannst vielleicht ist es auch nur ein spezieller Screen, der das verursacht. Ist eben genau die Sache. Dass du den unteren Screen... Weil das auch raumübergreifend gilt. Wenn mein Kaizo-Hack mal fertig ist, da gibt es ein ganzes Level, was darauf aufbaut. Wie kriege ich denn den da hoch, dass der nicht stirbt? Ich müsste ja... ich glaube, ich weiß wie. Ich muss hier aufmachen, dann muss ich hier aufmachen und dann muss der so drüber... Ja, nein! Aber so in etwa geht's. Das wäre eigentlich nicht gedacht, aber es ist schön, wenn das funktioniert. Das wäre nicht gedacht, okay. Aber wenn ich ihn hier drüber... Also, aber hier steht ja 1, 2. Also, ich muss erst hier drüben und dann da drüben. Das hast du soweit gut erkannt. Und ich krieg die halt nicht kaputt. Also, ich kann die ja nur dann hier reinschicken und dann ist der auch in jedem Fall erledigt. Ja, und jetzt denk mal ganz scharf nach, wie du das vielleicht verhindern kannst, dass der da auch mit reingeht. Alles klar. Dann mache ich aber die Variante hier mehr. Yes! Die gefällt mir wirklich besser, die Variante. Aber verstanden. Du machst zu und dann geht er nicht da rein. Es ergibt viel mehr Sinn. Aber ich fand meine Variante schön. Oh. Take this. Geh kaputt. Okay. Wenn ich schon die Blume habe, nutze ich sie auch. So, wo war die nächste Coin? Ach, dann eben so. Wie? Hätte ich wieder vergessen. Ach ja, hier. Moment. Ja, so viel dazu. Oh Mist. Also ja, gut, du kannst ja, es ist noch ja egal. Perfekt. Ich kann mir hier einfach. Oder so. Auch wenn es natürlich nicht den gedachten Weg darstellt. Ja, aber ich meine. Das ist nämlich genau die Stelle, die ich gemeint habe, als ich gesagt habe, die Stelle war dir gewidmet. Ach so. Okay. Okay. Weil du mit so Drybone zum blauen Block-Setups nie zurechtkommst. Ja, wir haben es geschafft. Ich muss jetzt nur nochmal den Quatsch hier machen. Also natürlich kein Quatsch, aber das war's jetzt schon. Jetzt kriege ich das Springboard, dann gehe ich hoch, da ist die zweite, die fünfte, die fünfte Yoshi-Coin natürlich. Und dann nehme ich das Springboard wieder mit und dann sind wir alle happy. Mhm. Oh, ich hätte sogar vorher die Dinger an. Ah, ich kann es ja mit dem direkt aufmachen. Ja, supi. Ja, das ist doch ein sehr... Was gibt's hier noch Schönes? Nix. Das ist nur für den ultimativen Endbonus. Ja, das war nix. Aber immerhin konsistent zweimal die 29 erwischt. Ja, Mensch. Ach ja. Schön. Achso, wir müssen in die Credits reingehen. World Peace Link Dead Paradox HF01X. Was hat denn HF hier gemacht? Ach, einfach ein paar willkürliche Namen. Epilogue, you escaped the Tower of Triangles. For being a dungeon, it was a surprisingly decent journey. For you, I hope. Also ich würde da ein Vor draus machen mit meinem schlechten Englisch. Na ja, gut, du verwechselst ja auch eine 2 mit einer 5, ne? It was a happy adventure to you, for you? I don't know. Du kannst ja nochmal jemanden fragen, der mehr Englischkenntnisse hat als ich, aber meiner Meinung nach müsste es ein Vor sein. Okay. Dann vergib mal. Dein persönliches Rating, 40 Punkte fürs Design und 20 für Kreativität kannst du geben. Los geht's.
40 fürs Design und 20 für Kreativität. Du weißt, dass ich nicht gut in Bewertungen bin. Ich fand's schön. Ich fand's gut. Ich weiß nicht, wo ich jetzt was ab. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt was abziehen kann. Also, dafür, dass man ja nur mit Vanille arbeiten kann. Ist es dann. Ich darf mir das dann aber nicht. Genau, stimmt. Ich darf mir das dann nicht so vorstellen, wie jetzt ja der Vanilla Level Design Contest, wo man ja aus Vanilla-Teilen nochmal extra Kram baut. Das war jetzt hier sozusagen nicht so gedacht, sondern es muss wirklich nur so aussehen wie ein Vanilla Level. Richtig, deswegen ja. Deswegen heißt es auch Original deswegen Level Design. Ja auch keine Ästhetik-Kategorie. Ja, okay. Weil dann wäre das bei Kreativität ja sonst nämlich mit drin, ob man jetzt sozusagen aus den Teils noch was Eigenes gebaut hat und es sind trotzdem Vanilla-Teils. Aber es sieht eben komplett anders aus. Aber hier, okay, verstanden. Ja, dann, Kreativität ist halt, ob du 5-mal auf den gleichen Cooper springst oder ja. Ob du halt eher ungenutzte Teils, wie zum Beispiel eben diese Dreiecke benutzt. Ja, und vor allem, also alleine diese ganzen Minispiele, die du eingebaut hast, okay, zwei so gesehen. Mir fallen spontan zwei Minispiele ein. Nämlich das mit dem Stern holen und das mit der Yoshi-Coin bei den Midway-Points. Das sind für mich so Mini-Mini-Spiele, sage ich jetzt mal, die man immer wieder neu starten kann. Ja, und theoretisch ja, und noch das der... Mit der Bowser-Start genau. Okay. Ja, und das finde ich, das ist doch eigentlich, würde ich doch sagen, zählt zur Kreativität stark mit dazu, auf jeden Fall. Und soweit ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht sehr kreativ gewesen sein soll, also... Für mich, ich gebe volle Punktzahl bei der Kreativität, keine Ahnung. beim Design, die Yoshi-Coin nehmen wir mal raus, die nicht funktioniert hat. Ich frage mich gerade, ob das bei anderen auch nochmal so. Also das Problem war, dass ich halt schon hochgelaufen bin, es da nicht geschafft habe und dann zurück bin. Sonst ist die ja immer da. Also der normale Spieler bekommt es gar nicht mit, weil der normale Spieler startet wahrscheinlich einfach neu. Geht gar nicht zurück. Aber ja, okay. Ja, nö, wüsste nicht, wo ich hier was abziehen kann. Keine Ahnung. ich kann sowas nicht. Ich kann, das ist das Ding. Ich kann so solche Sachen kann ich überhaupt nicht bewerten, weil ich keine Bewertungskriterien habe, wie jetzt in, keine Ahnung, so einer Schulaufgabe in Mathe, wenn einer was falsch gerechnet hat, weiß ich, ist falsch, gibt einen Punktabzug. Aber hier gibt es ja keinen, ist falsch, gibt einen Punktabzug. So ist es. Das ist ja sehr subjektiv irgendwo. Außer man hat halt wirklich Fachwissen, aber das habe ich nicht. Deswegen. Ja, und du hast auch keinen Vergleich zur Konkurrenz. Ja, das auch, aber der Vergleich zur Konkurrenz sollte ja egal sein, wenn es um Bepunktung geht. Also ich im Prinzip ja. Also wenn man ich jetzt halt kann halt dann abwägen, inwiefern ja, zum Beispiel die Benutzung der Dreiecke tatsächlich noch einzigartig ist. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt halt zum Beispiel am Ende 4 Level hast, die volle Punktzahl haben, müsstest du trotzdem anfangen zu gucken, ja, welches ist denn jetzt noch ein bisschen kreativer als das andere. Und dann musst du wieder entsprechend differenzieren. Während das bei einer Schulaufgabe ist, ist es egal. Wenn du 4-1 hast, hast du 4-1. Freut sich. Das ist richtig. Freuen sich die Schüler. Nur wenn du 20-1 hast, dann freut sich die Schulleitung nicht mehr so, weil dann ist vielleicht die Schulaufgabe zu leicht gewesen. Ihr habt Probleme. Ja, nee, also muss man aber dazu sagen, also das ist tatsächlich schon noch so, dass sie sich dann auch eher trotzdem freuen, weil sie dann doch eher davon ausgehen, dass halt die Klasse sehr gut gelernt hat, wenn es jetzt wirklich zu gut ausfällt. Aber wenn es halt zu schlecht ausfällt, dann ist es auf jeden Fall eine andere Sache. Dann wird eher geschaut, was da los gewesen ist. Aber bei zu gut sagt man, kriegt man meistens, wenn es nicht immer wieder passiert, kriegt man meistens gesagt, ja, freuen sie sich einfach, das passt. Aber man muss sozusagen ab einem Schnitt von also es macht jede Schulleitung anders, aber so unter 2,0 sollte man dann doch mal kurz das Gespräch mit der Schulleitung suchen, bevor man sie rausgibt. Und sagen, ob man vielleicht die Schulaufgabe zu leicht gemacht haben könnte oder was der Grund war. Und wenn man dann sagt, nö, die Schüler haben einfach gut gelernt, ich habe hier schwierige Aufgaben eingebaut, das und das war knifflig, die haben das gut gemacht, dann passt das auch. Dann wird die auch jetzt nicht zurückgezogen. Ja, so viel aus dem Lehreralltag. Zurückgezogene Schulaufgaben sind auch ein Traum aller Schüler. Ja, wenn sie schlecht ausgefallen sind, tatsächlich. Das stimmt. Dann ja, aber nicht, wenn sie... Das ist noch schlimmer, wenn sie gut ausfallen, die kriegen so ihre Eins und dann sagst du, ja, Leute, wir dürfen es leider nicht zählen lassen übrigens. Das habe ich noch nie gehabt, also deswegen passiert es auch eigentlich nicht. Eher halt, dass man sagt, ja, die ist schlecht ausgefallen. Habe ich zwar auch noch nie gehabt, dass mir eine Schulaufgabe zurückgezogen wurde.
Aber das ist natürlich was, was durchaus vorkommen kann. Aber da muss dann wirklich geschaut werden. Liegt es jetzt an den Schülern, dass die einfach zu faul waren zum Lernen? Dann wird die auch nicht zurückgezogen. Oder wurden einfach Aufgaben gestellt, die nicht dem Niveau angepasst waren? Das muss dann halt die Fachschaft beurteilen. Aber ja. Gut, ich fand es schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Das war eine schöne Abwechslung zu meinem zu meiner zentrischen Streckung, die ich gerade vorbereite. Du gerade ein bisschen rauszögerst. Ja, nee, das war jetzt ganz gut zwischendurch. Das passt. Und wir mussten jetzt aufnehmen, weil sonst hätten wir es vielleicht nicht geschafft und dann kann ich es auch gleich morgen hochladen. Dann brauche ich dafür später nicht noch irgendwann mal mir Zeit suchen, um irgendein Portal-Level aufzunehmen, Portal-Part aufzunehmen, weil dann komme ich da eh nicht mehr dazu. Das passt, das ist gut, dann habe ich was für morgen. Isaac ist also bezüglich Aufnahmedatum reden wir nochmal, aber... Bitte? Bezüglich Aufnahmedatum reden wir nochmal. Achso, darf ich es morgen noch gar nicht raushauen? Dass deine künstlerische Freiheiten, die du dir als YouTube-Creator hier raussuchst, kann ich zwar nicht beeinflussen, aber ich würde es mir anders wünschen. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Dann sag einfach, sag's einfach gleich, wenn wir jetzt die Aufnahme beendet haben, wann du das möchtest, dass ich es raushaue. Ist gar kein Problem, um Gottes Willen. Das machen wir. Okay, alles klar. Dann seht ihr das Video, wenn ihr das Video gesehen habt. Also nein, ihr seht das Video, wenn es kommt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier... Mein Feedback wolltest und gesagt hast, es wäre schön, wenn ich das spielen könnte, bevor es rauskommt. Und wir haben eine Yoshi-Coin gefunden, die nicht funktioniert. Das ist doch toll. Ich würde sagen, der Part war ein voller Erfolg. Ja, das würde ich auch sagen. Fantastisch. Fürs Spielen bei Conan. Bis schon bei euch allen. Und dann bis zum nächsten Level von Zariel irgendwann. Irgendwann trifft es sehr gut. Genau. Tschüss. Tschüss.